Adolf Hitler war ein hervorragender Mensch. Er hat sich standhaft der Roten Pest widersetzt. Er kämpfte gegen die Roten, also gegen die, die uns hier hinter Stacheldraht eingesperrt haben. Er war damals das einzige Gegengewicht zu der roten Gefahr. Die Russen hätten uns nicht zwangsumsiedeln können, nicht in Konzentrationslager einsperren und nicht töten, wie es unter Stalin passierte. Viele Tschetschenen haben gemeinsam mit den Deutschen gekämpft, gegen Russland. Über das bolschewistische Unterdrückungs- und Vernichtungssystem Archipel Gulag hat Solzhenitsyn ein dreibändiges Werk verfasst. Bilanz dieses Gulag-Systems in über 40 Jahren, 110 Millionen Opfer. Ich habe dieses Werk gelesen, es liegt in Deutsch vor. Ich zitiere aus den Neidenburger Nächten von Alexander Solzhenitsyn. Immer weiter durch das brandgeprüfte Land. Was Jahrhunderte geschaffen, brennt hier nieder, sinkt zu Schutt. Flammen plätschern, Flammen peitschen über meinen Kopf hinweg. Neidenburg, verglühend bricht hier altes, gutes Mauerwerk. Überstürzt war es aufgegeben, rasch besetzt im Plünderwahn. Dann den Deutschen auf den Fersen, gleich verlassen, neu besetzt. Und Europas Sieger emsig, unsere Russen schwirren umher, Qualm und Rust und Dunst verachtend, stopfen sie sich in die Wagen, Kerzen, Weine, Teppichsauger, Pfeifenröcke, Malerei, Broschen, Schnallen, Tand und Blusen, Käse, ganz geringe Wurst, ganze Ringe Wurst, Schreibmaschinen, fremde Schriften, aller Art von Hausgerät. Schwelend liegen jetzt wie Sperren all der ranken Gotiktrümmer in den engen Gassen Neidenburgs. Alles stockt und staut. Eilig hat's der eine, andere nicht. Doch die Fahrer Russlands preschen über Stufen, über Schwellen, ihre Wagen schräg und schief. Bei uns gilt, wir schaffen immer. Asiatisch rüde Sitten, ihr seid mir so wohl vertraut. 22 Höringstraße, noch kein Brand, doch wüst geplündert. Durch die Wand gedämpft ein Stöhnen. Lebend finde ich noch die Mutter. Waren's viel auf der Matratze? Kompanie? Ein Zug? Was macht es? Tochter, Kind noch, gleich getötet. Alles schlicht nach der Parole, nichts vergessen, nichts verzeihen. Blut für Blut und Zahn für Zahn. Wer noch Jungfrau wird zum Weibe und die Weiber Leichenwald. Schon vernebelt, Auge blutig, bittet, töte mich, Soldat. Klinik, Arzt, für euch vorbei. Apotheken eingeschmolzen. Abend fällt, der Schnee taut leis. Ein verwaister Kinderwagen, ganz in Rüschen, himmelblau. Drum ein Knäuel von Soldaten. Guck, der Säugling, auch ein Deutscher, wird mal groß, setzt auf den Helm. Wäre es nicht viel besser, gleich abzuknallen? Hat die Führung doch befohlen, Blut für Blut. Bist du besoffen oder meinst du das im Ernst? Du Herodes, Mörderpriester, hat das Väterchen geheißen, ist von Moskau, nicht von mir. In die Wagen, weiter, weiter, ohne Pause, ohne Ruhe, übernächtigt und verkatert, vorwärts, weiter, auf uns wartet Allenstein. Bis hier Alexander Solzhenitsyn.